Herzlich willkommen zum letzten Vortrag hier im Audimax bei der Vosges-Konferenz 2019 in Dresden am Freitag, der dritte Tag. Morgen ist ja noch OSM-Samstag. Es wird mir jetzt bestimmt keiner glauben, aber auf diesen Vortrag habe ich mich eigentlich jetzt sehr, sehr gefreut, am meisten gefreut eigentlich. Das liegt einerseits daran, dass der Falk es wirklich versteht, juristische Inhalte für uns Laien verständlich aufzuarbeiten. Andererseits in meiner spärlichen Freizeit mappe ich auch mal hin und wieder und da möchte ich natürlich wissen, was darf ich und was darf ich nicht. Ja, recht vielen Dank für die Einleitung. Dann schauen wir mal, ob ich das hier einigermaßen verständlich rüberbringen kann. Ich sehe schon, die meisten haben sich gut vorbereitet, sich was zu trinken vor sich hingestellt. Falls es zu trocken wird, dann kriegen wir das schon hin. Ich versuche es aber so anschaulich wie möglich zu machen. Zunächst kläre ich erstmal so ein bisschen, wie Datenschutzrecht funktioniert und wo für uns, oder damit man überhaupt versteht, wo bei uns die Probleme liegen. Denn wenn wir uns nicht am Anfang in die Datenschutzparanoia hineinversetzen, können wir dann auch anschließend die ganzen Probleme, die sich vielleicht für uns ergeben, das werden wir dann sehen, nicht verstehen. Na, wir müssen uns also erstmal in die Welt eines Datenschützers hineindenken. Vielleicht noch ein kleiner Disclaimer vorweg. Das klingt jetzt schon so, als würde ich Datenschutzrecht nicht oder Datenschutz nicht mögen. Das ist falsch. Das klingt zwar jetzt gleich ein bisschen so, ist aber anders zu verstehen. Ich sage bloß, es ist nicht so doll umgesetzt, gerade wenn das eben auf kleinere Gruppen oder Leute, die ehrenamtlich unterwegs sind, gibt es ein paar Probleme, die nicht so schön sind. Ne? Also Datenschutz ist im Prinzip richtig und wichtig, aber wir haben so mit ein paar Problemen vielleicht hier zu kämpfen. Gut, bevor wir mit dem Datenschutz anfangen, fangen wir mal an mit dem Problem von Informationen. Weil ohne dass man das Problem von Informationen nicht versteht, kann man eben auch einen Teil der datenschutzrechtlichen Paranoia einfach nicht verstehen. Digitale Informationen altern nicht. Das heißt, die verschwinden nicht einfach von alleine. Ein Auto, was man kauft, rostet einem irgendwann unter dem Hintern weg. Ein personenbezogenes Datum, was digital in der Welt ist, verschwindet erstmal von alleine nicht. Nein, im Gegenteil, es lässt sich super vervielfältigen, es lässt sich super übertragen, speichern und was die Geoinformatiker dann oder überhaupt was hat so einer so schön gesagt, Data Scientists so mögen, ist die Kombinierbarkeit verschiedener Informationen miteinander, um neue Informationen zu gewinnen. Das heißt, also Daten lassen sich super verarbeiten, leider eben auch personenbezogene Daten oder Informationen und sie verschwinden nicht von alleine wieder. Das werden wir gleich noch ein bisschen im Detail sehen. Wenn man es sich vielleicht noch mit der analogen Welt vorstellt, ja, diese Wand voll mit Akten aus Papier, wenn man die kopieren will, da ist man Wochen beschäftigt. Die gleiche Informationsmenge, die man mit einer Wand voller Papier hat, passt auf einen USB-Stick und der ist ruckzuck kopiert. Und da kommt dann schon die erste Paranoia ins Spiel, dass man eben auch sagt, für IT-Systeme müssen eben dann auch noch ein paar strengere Regeln gelten. Ja, ich bin kein Informatiker, für mich sind die Regeln ziemlich streng, als eben für Informationen auf Papier. Da reicht dann vielleicht eine abgeschlossene Tür und ein abgeschlossener Aktenschrank. So, jetzt haben wir uns das schon mit den Informationen angeguckt und auch das Bundesverfassungsgericht hat sich schon mal mit digital gespeicherten Informationen beschäftigt, nämlich 1983 im berühmten Volkszählungsurteil, als es in der alten Bundesrepublik also darum ging, das Volk zu zählen. Und schon damals hat das Bundesverfassungsgericht das Recht auf informationelle Selbstbestimmung gefunden. Ja, das Recht auf Datenschutz, das steht so nicht im Grundgesetz drin. Also wenn man das Grundgesetz durchblättert, wird man dieses Grundrecht so nicht finden. Und dann sind die Rechtswissenschaftler, die Richter hingegangen, haben gesagt, gucken wir uns mal das Grundgesetz an und blättern so ein bisschen durch. Und da steht was von Menschenwürde und allgemeiner Handlungsfreiheit. Und damit kann ja auch nur der Datenschutz gemeint sein. Und haben dann gesagt, wir interpretieren das Grundgesetz und finden das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Das Datenschutzrecht oder Recht auf informationelle Selbstbestimmung ist mittlerweile auch auf europäischer Ebene verankert. Also wir müssen im Zweifel noch nicht mal mehr auf dieses nachträglich gefundene Grundrecht im Grundgesetz zurückgreifen. Wir haben es jetzt auch auf EU-Ebene.
So, und was haben die damals gesagt? Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung trägt Gefährdung und Verletzung der Persönlichkeit Rechnung, die sich für den Einzelnen insbesondere unter den Bedingungen moderner Datenverarbeitung aus informationsbezogenen Maßnahmen ergeben. Also, elektronische Datenverarbeitung von personenbezogenen Daten ist gefährlich. Und das wird quasi seit 1983 immer in Urteilen des Bundesverfassungsgerichts wiederholt, bis heute. Ähnlich oder dieser Wortlaut entstammt dem Urteil, was im Dezember ergangen ist, zum Scanning von Kfz-Kennzeichen durch die Polizei. Aber wie gesagt, das wird seit 1983 immer repetiert. Man spricht dann von ständiger Rechtsprechung. So, was hat das Ganze nun mit uns zu tun? Ja, diese Aussage hat ja nun erstmal, gut, wir wissen jetzt, bei Datenverarbeitung ist irgendwas eigenartig. Das heißt, der Gesetzgeber hat es hingegangen, hat die Datenschutzgrundverordnung geschaffen. Ja, davor war es das Bundesdatenschutzgesetz, jetzt ist es die Datenschutzgrundverordnung. Das Bundesdatenschutzgesetz gibt es natürlich immer noch und die Landesdatenschutzgesetze. Da steht jetzt, seit es die Datenschutzgrundverordnung gibt, bloß ein bisschen was anderes drin. Das ist also sozusagen mit der Datenschutzgrundverordnung verzahnt worden. So, was hat nun ein Mapper mit Global Playern der IT-Branche gemeinsam? Ja, die gute Nachricht ist, der Gesetzgeber der Datenschutzgrundverordnung hält uns Mapper für genauso wichtig und relevant wie Amazon, Facebook und Google. Die schlechte Nachricht ist, dass für uns dann möglicherweise auch die Datenschutzgrundverordnung gilt. Das ist ja erstmal nicht so eine schöne Nachricht. Aber schauen wir mal weiter. Ich hatte es ja schon ein bisschen angekündigt, dass ich jetzt ein bisschen über die Datenschutzgrundverordnung jammern werde, weil sie hat gerade eben in dem Bereich, in dem wir uns bewegen, im ehrenamtlichen Bereich oder bei kleineren und Unternehmen, so ein paar Defizite. Zum einen, das größte Problem ist, das Datenschutzrecht skaliert nicht. Ob man eine einzelne Person ist, zu dem Problem kommen wir aber noch mal später vertieft, ein kleines Unternehmen ist, ein mittelgroßes Unternehmen oder ein Weltkonzern, vom Grundsatz her gelten für alle die gleichen Regeln der Datenschutzgrundverordnung. Da steht also nirgends irgendwo drin, also wer ehrenamtlich tätig ist oder ein gemeinnütziger Verein, muss bloß die und die Regeln befolgen und wer ein mittleres Unternehmen ist, muss die und die Regeln befolgen, haben wir nicht. Das kann man alles ein bisschen auffangen, aber vom Prinzip her kriegt man erstmal ziemliche Schweißperlen auf der Stirn, wenn man das liest und sich die Datenschutzgrundverordnung liest und auf sich bezieht. Dass digitale Datenverarbeitung von personenbezogenen Informationen grundsätzlich böse ist, das habe ich schon erzählt. Es gibt auch ein Diktum des Bundesverfassungsgerichts, das sagt, in der Welt der digitalen Datenverarbeitung ist kein Datum unbedeutend. Und das wird im Zweifel auch immer von Landesdatenschutzbehörden hervorgeholt. Wenn sie irgendwas begründen müssen, warum sie jetzt eingreifen, warum sie regeln, sagen die immer, kein Datum ist unbedeutend. Wir müssen schützen. Und wir haben uns ja schon die Aussage des Bundesverfassungsgerichts angeguckt. Datenschutz beginnt in der Regel schon bevor irgendwas verarbeitet wird. Also wir müssen uns schon bei der Erhebung, bei der Erfassung von Daten Gedanken machen. Nicht erst, wenn wir die Daten haben und weiterverarbeiten oder prozessieren wollen, sondern das Problem fängt eben schon im Vorfeld an. Dürfen wir überhaupt Daten erfassen und verarbeiten? Genauso wenig wird natürlich differenziert, ob man die Daten jetzt für irgendwelche gemeinnützigen Zwecke verwendet oder ob sie eben kommerziell verwendet werden oder nicht. Das spielt alles für die Datenschutzgrundverordnung keine Rolle. Die Datenschutzgrundverordnung geht von idealtypischen Feindbildern aus und die Feindbilder sind die Datenkraken. Also wenn man sich Datenschutzgrundverordnung anguckt und sich dann Google, Facebook, Amazon und die Konsorten vorstellt, dann passt das alles, dann klingt das alles stimmig. Wenn man aber sagt, das gilt vielleicht auch für mich als Mapper, dann krummelt es im Bauch, weil man denkt, das kann eigentlich nicht so gedacht sein. Gucken wir uns gleich nochmal an. Ne? Das meine ich hier mit
das Datenschutzrecht produziert im Bereich von Hobby, Ehrenamt und Kleinunternehmen eigenartige Unternehmen, also einfach eigenartige Ergebnisse. Also einfach, man hat ein ungutes Gefühl. Nun ist es mit dem Bauchgefühl immer so eine Sache, ne? Das kann richtig sein, aber es kann eben auch einfach bloß sein, dass das Bauchgefühl sagt, na, das haben wir immer schon anders gemacht, das kommt mir überhaupt nicht in die Tüte, was jetzt von mir verlangt wird und überhaupt. Ne? Also mit Bauchgefühl muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber im Prinzip müssen wir uns das zumindest mal näher angucken, wenn hier Bauchgefühl und das, was man liest, irgendwie scheinbar nicht so richtig zueinander passt. Der Datenschutz hat eine ziemlich paternalistische Grundtendenz, weil er eben sagt, wir müssen den Bürger vor allen beschützen, die seine personenbezogenen Daten verarbeiten. Das ist im Prinzip erstmal ein schöner Ansatz und ein guter Ansatz. Aber bei manchen Sachen sagt man eben, vielleicht ist das eben doch nicht so wichtig oder nützlich, jetzt hier Datenschutz, auf dem Datenschutzrecht rumzureiten. Aber so ist es eben nicht. Datenschutz beschützt den Bürger, ob er will oder nicht. Es gibt da also kein Prinzip der Eigenverantwortlichkeit. Also nicht so nach dem Prinzip selber dran schuld, wer den GPS-Track vom Mappen, wo er bei der Haustür gestartet ist und zu seiner Arbeit gefahren ist, einfach bei OpenStreetMap hochlädt. Nö, man müsste dann eigentlich schon gucken, wird das da ordentlich gespeichert und verarbeitet, ist alles nicht so gefährlich oder datenschutzrechtlich problematisch, plus eben, man ist schon eigentlich im Datenschutzrecht drin. Das will ich damit sagen. Es ist jetzt nicht so, Datenschutzgesetz gilt für diesen Fall nicht. Sondern man ist drin, ist ja ein personenbezogenes Datum, nämlich ein Bewegungsprofil einer bestimmten Person zu einer bestimmten Uhrzeit, wenn man da nichts unternimmt. Egal. So, aber eben, wie gesagt, man kann da nicht sagen, selber dran schuld, wer das hochlädt, sondern man ist, wenn man dieses Datum verarbeitet oder speichert, dann eben auch für den Schutz dieses Datums verantwortlich. Gut, soweit also, ich denke, ihr habt jetzt alle so die Paranoia aus dem Datenschutzrecht verinnerlicht. Ihr versteht jetzt, worum es geht. Gucken wir uns nochmal an, was ist Craft Mapping? Es ist schon ein bisschen her, dass ich selber mit dem GPS-Gerät unterwegs war. Gut, mittlerweile macht man das sowieso nicht mehr mit dem GPS-Gerät. Mit dem Mobiltelefon geht das ja, mit dem Smartphone geht das ja auch alles ganz hervorragend. Und da verschwimmen natürlich auch so ein bisschen die einzelnen Methoden, mit denen man draußen so seine Daten holt. Das gängigste und das schönste ist so Fotomapping. Heutzutage fotografiert man ja eigentlich alles, wenn man sich irgendwas merken will. Das Schöne ist, im Smartphone haben wir eben auch einen GPS-Empfänger, der das dann gleich im Foto mit vermerkt, was dann die Weiterverarbeitung im JOSM viel einfacher macht. Man kann das auch filmen und georeferenzieren. Gut, Audio-Notizen kann man sich auch machen, ist aber, glaube ich, völlig außer Gebrauch gekommen. Aber man kann es natürlich auch klassisch machen. Man geht weiter mit dem Papier durch die Gegend und macht sich Notizen von dem, was man in Stadt und Land sieht. Da gibt es dann eben auch noch die Feldkarten, zum Beispiel von Field Papers, die man sich ausdrucken kann und kann dann loslegen, das ergänzen und gegebenenfalls dann zu Hause am Rechner digitalisieren, auswerten, entweder eben auch zu Hause im JOSM oder man könnte es sogar wieder hochladen, dass sich andere drum kümmern. Das habe ich jetzt alles schon so ein bisschen beschrieben. Was macht der Mapper? Der geht erstmal raus in seine Umwelt und erfasst eigentlich geografische Informationen. Warum geografische Informationen auch personenbezogene Informationen sein können, gucken wir uns gleich noch an. Dann nimmt er diese Daten, geht nach Hause, setzt sich an seinen Rechner, spielt sie auf den Rechner und erfasst entweder selber die Daten, die er dann zur OpenStreetMap-Datenbank hochlädt, oder er stellt eben die Informationen, die er erfasst hat, Fotos, Videos, Feldkarten, ins Internet und da werden die dann von anderen bearbeitet und Daten daraus abgeleitet. Das ist dann mit Veröffentlichung gemeint. Also Craft Mapping bewegt sich so hier in dem Bereich beim Upload der Daten, das macht ein normaler Zuhause-Mapper, sage ich mal, genauso. So, ich hatte es schon angedeutet, irgendwo gibt es jetzt ein Problem, obwohl wir eigentlich nur an geografischen Informationen interessiert sind, mit personenbezogenen Informationen.
Wie kommt das dazu? Wenn, oder vielleicht noch ein Wort vorweg, wenn es um personenbezogene Informationen geht, dann eröffnet das Vorliegen von personenbezogenen Informationen das Datenschutzrecht. Also nur wenn eine personenbezogene Information vorliegt, kommt das Gesetz überhaupt zur Anwendung. Datenschutzgrundverordnung, Bundesdatenschutzgesetz. Gleichzeitig sagt uns dann die Datenschutzgrundverordnung insbesondere, welche formellen Anforderungen wir einhalten müssen, wenn wir personenbezogene Informationen verarbeiten. Und das Wichtigste, das Datenschutzrecht sagt uns, welche materiellen Anforderungen wir einhalten müssen. Wann wir personenbezogene Daten überhaupt verarbeiten dürfen. Zu welchem Zweck wir personenbezogene Informationen verarbeiten dürfen. Wie lange wir personenbezogene Informationen verarbeiten dürfen und wie wir die bei uns gespeicherten personenbezogenen Informationen schützen müssen. Durch organisatorische und technische Maßnahmen, also technische Maßnahmen, wäre gegebenenfalls ein Virenscanner, eine Firewall, Zugangsbeschränkungen und organisatorische Maßnahmen wären Dokumentation, wie wir Daten verarbeiten. Und jetzt merkt man schon, komisches Bauchgefühl, ja, das richtet sich eigentlich an Unternehmen. Also vielleicht haben wir ja Glück und es liegen keine personenbezogenen Informationen vor. Schauen wir mal. Ne, denn wenn keine personenbezogenen Informationen vorliegen, zum Beispiel bei einem schönen Landschaftsfoto, wo keine Personen drauf sind und nur Wald, findet natürlich auch das Datenschutzrecht keine Anwendung. Das ist die Definition, was personenbezogene Informationen sind. Das brauchen wir uns nicht durchzulesen, das können wir ein bisschen kürzer zusammenfassen. Alle Informationen, die sich auf eine identifizierbare, natürliche Person beziehen. Das heißt, juristische Informationen über juristische Personen wären erstmal schon raus aus dem Anwendungsbereich. Das Problem ist, Geschäftsführer der GmbH XY ist Herr Meier. Da haben wir schon wieder eine personenbezogene Information. Ne? Herr Meier ist ja eine natürliche Person und die Eigenschaft über die natürliche Person ist, er ist Geschäftsführer der GmbH XY. Das, was ich gerade gesagt habe, Herr Meier ist Geschäftsführer von XY, ist ein personenbezogenes Datum, wo wir eine direkte Beziehung zwischen Person und Sachinformation haben. Sachinformation GmbH, Personeninformation Herr Meier. Die unmittelbare Verknüpfung, da haben wir also dann ein personenbezogenes Datum. Das macht bei uns noch nicht so das große Problem. Der Knackpunkt ist dann hier. Als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt identifiziert werden kann. Das heißt, nicht nur wenn ich eine direkte Verknüpfung zwischen Sachinformationen und personenbezogener Information habe, liegt ein personenbezogenes Datum vor, sondern auch, wenn ich eine Sachinformation habe und diese Sachinformation aus den Kenntnissen, die ich habe oder aus den Fähigkeiten heraus auf eine Person beziehen kann. So, und das haben wir beim Mapping schon, denn wir bewegen uns im Bereich von Grundstücken, von Adressen. Wir bewegen uns im Bereich von Geoinformationen und Geoinformationen stehen natürlich auch immer in irgendeiner Beziehung zu einer Person. Ja, es gibt Grundeigentum, es gibt Adressen von Personen und so weiter und so fort. Also wir können erstmal kurz sagen, eigentlich jede Information, jede Sachinformation, die wir irgendwie auf eine Person beziehen können, eröffnet grundsätzlich den Anwendungsbereich des Datenschutzrechts. Denn ne, wir können, wenn wir zu einem Grundstück eine Information erfassen, könnten wir theoretisch ins Grundbuch gucken und sagen, das ist der Eigentümer. Wir könnten ans Klingelschild gucken, uns das notieren und könnten sagen, da wohnt XY. Das heißt, Adressen und Grundstücksinformationen können grundsätzlich Personenbezug aufweisen, weil die dahinterstehenden Personen identifizierbar sind. Ich weiß gar nicht, habe ich das? Kann sein. Schauen wir mal. Es gibt aber noch einen kleinen Rettungsanker, vielleicht greift der für uns ein, denn die Datenschutzgrundverordnung greift nicht ein, wenn
keine automatisierte Verarbeitung von personenbezogenen Informationen erfolgt. Das wäre zum Beispiel, also alles, was nicht digital läuft, fällt vielleicht, so viel Konjunktiv, aus dem Anwendungsbereich der Datenschutzgrundverordnung raus. Zum Beispiel eben unser Feldbuch. Aber nur, solange wir das mit uns rumtragen in Papier und dann zu Hause in Papier belassen. Sobald wir es digitalisieren, machen wir schon wieder eine automatische Datenverarbeitung. Also auch jede Digitalfotografie fällt unter automatisierte Verarbeitung. Alles, was digital ist, ist automatisch automatisiert und dann muss man bloß noch gucken, hat es einen Personenbezug. Dann ist man im Anwendungsbereich der Datenschutzgrundverordnung wieder drin. Also analoge Verarbeitung von irgendwelchen Dateisystemen fällt außerdem auch unter die Datenschutzgrundverordnung. Also nicht unser Field Paper, aber unser Zettelkasten zu Hause, der alphabetisch geordnet, schlechtes Beispiel. Also auch der Zettelkasten, den ein Unternehmen noch führt mit irgendwelchen Kundendaten oder sowas. Dann vielleicht haben wir noch eine Chance, fallen wir aus dem Anwendungsbereich der Datenschutzgrundverordnung raus, wenn wir eine ausschließlich familiäre und private, eine ausschließlich familiären oder privaten Tätigkeit nachgehen. Könnten wir ja sagen, na, das ist mein Hobby, das ist eine familiäre Tätigkeit, eher nicht, aber eine private Tätigkeit, das ist mein Hobby. Jetzt kommt aber das Problem, dass die Rechtsprechung eben, weil sie große Angst hat, dass personenbezogene Daten falsch verarbeitet werden, davon ausgeht, dass der Ausnahmebereich familiäre und private Tätigkeit eng auszulegen ist. Restriktiv auszulegen ist. Möglichst wenig Ausnahmen, möglichst viel Anwendungsbereich Datenschutzgrundverordnung. Deswegen, wir gucken uns das gleich noch an, wenn man sich unsicher ist, ob man eine familiäre oder private Tätigkeit ausübt, sollte man zumindest davon ausgehen, dass das Datenschutzrecht eingreift. Ja, also man könnte, kommt das hier auf der, nein, kommt nicht auf der nächsten Folie, das ist schlecht. Wenn wir uns wieder vorstellen, wie geht der Mapper durch die Welt? Er macht Fotomapping, geht nach Hause und bearbeitet das. Dann könnte man sagen, das ist eine private Tätigkeit. Es ist definitiv keine private Tätigkeit mehr, wenn man die Fotos ins Internet hochlädt. Weil dann teilt man es mit anderen. Ob man jetzt bei so einem freiwilligen Projekt wie bei uns auch das Fotomapping an sich in den Anwendungsbereich nehmen würde, ist völlig unklar. Es gab letztes Jahr eine Entscheidung des EuGHs zur Anwendbarkeit der Datenschutzrichtlinie, aber ist auf Datenschutzgrundverordnung übertragbar, zur Anwendbarkeit des Datenschutzrechts auf die Zeugen Jehovas in Finnland. Wie war das dort? Sind die einzelnen Mitglieder der Kirche losgegangen und haben Verkündungstätigkeit betrieben. Das gehört bei denen zur Religionsausübung dazu. Und jetzt war die Frage, ist das bei denen eine familiäre oder private Tätigkeit, weil sie gläubig sind, oder ist das auch eine Angelegenheit der Kirche, Zeugen Jehovas? Und da hat der EuGH ganz klar gesagt, Datenschutz geht vor, enge Auslegung von familiärer und privater Tätigkeit. Natürlich ist auch das in Eigeninitiative erfolgte, die in Eigeninitiative ablaufende Verkündungstätigkeit der Kirche zuzurechnen und natürlich fällt das unter die Datenschutzgrundverordnung. Aber damit ist nichts verloren. Ja? Wir reden jetzt immer bloß darüber, ist die Datenschutzgrundverordnung überhaupt anwendbar oder nicht. Das heißt noch nicht, dass wir keine Daten verarbeiten dürfen. Es geht nur darum, gelten die Regeln überhaupt für uns. Wenn wir jetzt mal unterstellen, weil wir es mit Adressen zu tun haben und Fotomapping betreiben, wir könnten in den Anwendungsbereich der Datenschutzgrundverordnung fallen. Was ist dann? Datenschutz ist im Prinzip total simpel. Es ist sehr einfach, nämlich wir stellen uns einfach alle Straßen in Deutschland vor und stellen uns vor, da ist Access No getaggt. Kein Zugang, Vollscheibe. Also man darf
keine personenbezogenen Daten verarbeiten, es sei denn, man hat eine Erlaubnis. Es steht ein Schild unten drunter, das einem gestattet, durchzufahren. Frei bis 7,5 Tonnen oder was auch immer. Und die Kunst ist es, wenn man jetzt personenbezogene Informationen verarbeiten will, für sich einen Erlaubnistatbestand zu finden. Also das Schild, das sagt, du darfst. Und das wollen wir uns im Folgenden nochmal angucken. Aber wenn man jetzt denkt, man hat die Erlaubnis gefunden, boah, man darf durchfahren, nein, keine freie Fahrt für freie Bürger, dann kommen noch die datenschutzrechtlichen Grundsätze ins Spiel. Also Grundregeln, die man einhalten muss, wenn man mit personenbezogenen Informationen Umgang pflegt. Gucken wir uns dann auch noch mal ganz kurz an. Und das ist quasi das ganze Datenschutzrecht. Mehr ist es nicht. Wir stellen fest, wir haben personenbezogene Informationen. Wir sagen, wir wollen die verarbeiten. Wir machen uns auf die Suche nach einem Erlaubnistatbestand, nach einer Ermächtigungsgrundlage. Wir gucken noch mal drüber, halten wir datenschutzrechtliche Grundsätze ein. Und wenn wir überall Ja gesagt haben, dürfen wir im Prinzip das personenbezogene Datum verarbeiten. Na, eigentlich ganz simpel. Leider gibt es dann doch noch so den einen oder anderen Haken. Das Einzige und das Wichtigste, was für uns als Mapper als Erlaubnistatbestand in Betracht kommt, ist eigentlich das berechtigte Interesse. Das ist in Artikel 6 Absatz 1 Literation F Datenschutzgrundverordnung geregelt. Und da steht sinngemäß drin, ich darf personenbezogene Daten verarbeiten, wenn ich ein berechtigtes Interesse habe und keine überwiegenden anderen oder die Interessen des Betroffenen, Betroffener ist der, über den ich Daten verarbeite, nicht überwiegen. Das Schöne für Juristen ist, das ist sehr auslegungsfähig. Ne? Das ist eine Abwägung. Ein Jurist macht sein ganzes Leben nichts anderes, als verschiedene Interessen gegeneinander abzuwägen und Argumente für die eine oder andere Seite zu finden. Das Schlechte für die Praxis ist, das Ding ist so abstrakt, das ist quasi fürs alltägliche Leben nicht brauchbar. Das heißt, man muss noch viele kleine Schritte gehen, um dann vielleicht entscheiden zu können, falle ich denn unter diesen Erlaubnistatbestand berechtigtes Interesse oder nicht. Was natürlich für den Craftmapper spricht und dafür, dass wir draußen Informationen erheben dürfen, ist, dass wir uns natürlich auch auf Informationsfreiheit berufen können, dass wir erstmal durch die Welt gehen dürfen und alle Informationen, die vom öffentlichen Raum aus zugänglich sind, in uns aufnehmen und dann gegebenenfalls auch weiterverarbeiten, speichern dürfen. Genau, das habe ich gerade erzählt. Das Problem ist, wenn man jetzt erstmal sagt, ja, im Prinzip darf man sich im öffentlichen Straßenraum über Eigenschaften der Erdoberfläche informieren, wo auch Hausnummern und Ähnliches dazugehört, wo ist ein Arzt etc., kann man sagen. Aber da das ein Abwägungstatbestand ist, kann man also immer auf einen Einzelfall treffen, wo etwas anderes gilt, weil eben ein bestimmtes Argument plötzlich aufploppt, dass die ganze Waage, die man gerade so schön ins Gleichgewicht gebracht hat, dann zugunsten des Betroffenen vielleicht ausschlägt. Also man kann als Grundregel sagen, im Prinzip darf man mappen, aber man muss halt mal so ein bisschen kritisch im Hinterkopf behalten, es gibt vielleicht problematische Fälle. Mir ist jetzt kein plastisches Beispiel eingefallen, sonst hätte ich es genannt, aber das können wir dann nochmal in der Diskussion gucken, ob euch was einfällt. Es gibt noch bestimmte andere rechtliche Regelungen, Regeln in anderen Gesetzen, die auch mit der Informationsfreiheit oder mit der Aufnahme von Informationen aus dem öffentlichen Raum zu tun haben. Wir haben dann einmal im Urheberrechtsgesetz die Panoramafreiheit, also dass man im Prinzip alles vom öffentlichen Straßenraum aus fotografieren darf, ohne aufs Urheberrecht achten zu müssen, aber eben Fokus auf urheberrechtlichen Schutz. Wir haben dann das Kunsturhebergesetz, das sich explizit auf Personengruppen oder auf Bilder von Personen fokussiert. Und wie ist das dann, wenn man Personen der Zeitgeschichte hat, Personen in Gruppen, Personen als Beiwerk etc. Und so was für uns beim Hausnummernmapping oder so noch spannend ist, es gibt auch eine Pflicht für Hauseigentümer, die Hausnummer am Haus anzubringen, finden wir in 126 Absatz 3 Baugesetzbuch.
Dann kann man ja sagen, das, wo der Gesetzgeber einerseits eine Pflicht vorsieht, das kann doch andererseits nicht verboten sein zu erheben. Ein Datenschutzrechtler denkt völlig anders. Er sagt, ja, das hat der Gesetzgeber ja mit Fokus auf irgendwelche Dinge geregelt, aber ein Erlaubnistatbestand im datenschutzrechtlichen Sinne ist das nicht. Oder nur begrenzt. Das Datenschutzrecht fängt schon viel weiter an. Insbesondere ist da das Kunsturhebergesetz spannend, was eben sagt, dass man, wenn eine Person oder Personengruppe nur Beiwerk ist in einer Abbildung, von denen ein Foto oder das Foto veröffentlichen darf. Und dann sagen die Datenschutzbehörden insbesondere, ja, das greift ja quasi erst ein, wenn man Informationen wieder ins Internet hochlädt. Aber das Datenschutzrecht, haben wir ja alle schon kennengelernt, greift ja schon viel früher ein, nämlich bei der Erhebung. Das Kunsturhebergesetz, da haben die überhaupt keine Probleme gesehen, dass jemand ein Foto macht. Die wollten nur verhindern, dass entweder die Person, die fotografiert ist, einwilligen muss, wenn das veröffentlicht wird, oder eben haben dann klargestellt, wenn das eine Gruppe ist, die nur Beiwerk ist, dann darf es veröffentlicht werden, ohne die Gruppe zu fragen. Das Datenschutzrecht fragt schon darüber, darf ich überhaupt fotografieren? Ne, und es kann ja auch immer passieren, dass man beim Straßenfotomapping und ähnliches dann auch mal ein paar Personen erwischt. Oder Kfz-Kennzeichen, auch ein Kfz-Kennzeichen ist eine personenbezogene Information. Man kann zum Melderegister, zur Zulassungsbehörde gehen. Man sagt, ich habe ein berechtigtes Interesse und dann kriegt man die Information, wer Halter des Fahrzeuges ist. Dass man ein berechtigtes Interesse nachweisen muss, um die Informationen zu bekommen, sorgt also nicht dafür, dass es kein personenbezogenes Datum ist, ein Kfz-Kennzeichen. Wie weit reicht nun unsere Verantwortlichkeit? Also wir müssen uns überlegen, wenn wir fotografieren, ja, erheben wir, wenn wir digital fotografieren, Informationen erheben und da springen Menschen rum, aber vielleicht sogar bei den Hausnummern erheben wir personenbezogene Informationen und für diese Informationen sind wir dann verantwortlich. Wenn wir dann diese Informationen hochladen in die Datenbank, dann geht sozusagen ein Teil der Verantwortlichkeit an die OSMF über. Aber wie gesagt, behaltet im Hinterkopf, im Prinzip haben wir ein berechtigtes Interesse an der Erfassung. Das ist also eigentlich kein Problem, was wir machen, wenn wir Fotomapping machen und ähnliches. Problematisch wird es eben dann, wenn wir es ins Internet laden und dann eben Kfz-Kennzeichen da zu sehen sind oder Personen. Muss man sich dann also genau überlegen, ob man dann überhaupt noch hochlädt. Die OSMF ist dann so gegebenenfalls als Datenbankbetreiber über Informationen für Informationen verantwortlich, die in der Datenbank gespeichert sind. Das kann eben dann zum Beispiel sein, Arztpraxis Dr. X, Musterstraße 1 in Musterhausen, das ist ein personenbezogenes Datum. Aber das dürfen wir natürlich verarbeiten. Weil wir haben ein berechtigtes Interesse dran und, ich glaube, die Folie kommt noch, jemand, der für seine Praxis wirbt, für sein Unternehmen wirbt, für seine selbstständige Tätigkeit wirbt, da ist ja schon aus der Tatsache, dass er es in der Öffentlichkeit bekannt gibt, eigentlich erkennbar, dass er sich damit einverstanden erklärt, dass die Information verarbeitet wird. Das ist jetzt schon so ein bisschen die Abwägung. Aber wie gesagt, Vorsicht, das könnte auch in Einzelfällen mal anders ausgehen. Wenn wir jetzt sagen, wir haben personenbezogenes Datum, wir haben auch einen Erlaubnistatbestand, wir dürfen im Prinzip Foto- oder Videomapping betreiben, tja, dann müssten wir eigentlich eine Datenschutzerklärung machen. Ne, wir müssten, sieht man jetzt ja auch ganz häufig an Tankstellen oder so, dieses blaue Icon mit Video, und dann verantwortliche Bearbeitungsstelle ist, das ist Quatsch. Also nach dem Gesetzeswortlaut müssten wir es, aber es wird keine Landesdatenschutzbehörde geben, die sich da irgendwie dran aufhängt. Weil, erinnert euch, was ich am Anfang gesagt habe, der Böse, den die Datenschutzgrundverordnung fassen will, das sind die großen
Daten verarbeitet, die millionenfach oder zum, Daten verarbeiten oder zumindest Unternehmen, die Daten verarbeiten. Wir fallen da eigentlich fallen auch von der Gefährlichkeit da eigentlich nicht ins Gewicht. Eigentlich müssten wir auch ein Verfahrensverzeichnis aufstellen. Es gibt dann in Artikel 30 Datenschutzgrundverordnung die Ausnahmeregelung, dass Datenschutzgrundverordnung das Verfahrensverzeichnis Unternehmen, die weniger als 250 Mitarbeiter haben, nicht aufstellen müssen. Schön, wäre ja eigentlich für uns ein Fall, weil wir sind ja sozusagen Einzelmapper. Dummerweise spricht diese Ausnahmeregelung ja von Unternehmen. Ist egal, niemand wird auf die Idee kommen, zu sagen, ein Mapper muss ein Verfahrensverzeichnis zu Hause führen über seine Mapping-Tätigkeit. Technische und organisatorische Maßnahmen, ne? Also da kommen wir dann in den Bereich der IT-Sicherheit, wieder an Unternehmen gedacht. Nur dort, wo ein Unternehmen IT-mäßig abgesichert ist, sind natürlich auch die personenbezogenen Daten sicher. Wenn ein Unternehmen nicht IT-technisch sicher aufgestellt ist, dann ist auch der Datenschutz nicht gewährleistet, weil dann kann ja jeder auf die eigentlich zu schützenden Informationen zugreifen. Spielt für uns jetzt auch nicht so die Rolle, die Gefährlichkeit von Fotomapping hält sich dann doch durchaus in Grenzen. Dann haben wir noch Betroffenenrechte. Auskunftserteilung, Recht auf Berichtigung, ja, wenn falsche Informationen verarbeitet werden, Recht auf Löschung, kommen wir nochmal extra drauf. Auskunftserteilung löst sich in unserem Fall auf der praktischen Ebene. Wir fahren viel zu schnell auf unserem Fahrrad oder laufen dann einfach schnell weg. Und wenn jemand fragt, dann geben wir ihm eben Auskunft, dass wir ein Foto von seinem Haus gemacht haben. Recht auf Berichtigung, ja, wir sind ja auf Korrektheit unserer Daten geradezu versessen, also auch in der Regel kein Problem. Aber wenn jetzt jemand sich an die OSMF wendet und sagt, da ist über mich eine falsche Information gespeichert, ich heiße jetzt, ich bin nicht mehr einfach nur Diplom-Mediziner, ich habe jetzt noch meinen Doktor gemacht, ich bin jetzt Dr. Med, müssen wir das natürlich korrigieren. Weil wir wollen, wenn wir schon personenbezogene Daten erfassen, dann aber bitte auch die korrekten. Das Recht der Löschung oder das Recht auf Löschung durch einen Betroffenen, über den wir also Informationen verarbeitet haben, also gegebenenfalls auch die Fotos, die wir von einem Straßenzug gemacht haben, mit Hausnummern etc. Ja, wie ist das? Löschen muss man eine personenbezogene Information, wenn der Zweck erfüllt ist, für den sie erhoben worden ist. Ja, und jetzt sagen die Mapper alle so im Hinterkopf, oh, aber wie soll ich denn dann noch beweisen, dass ich nicht aus einer Karte abgemalt habe, sondern dass selber draußen rumgelaufen bin. Ja, und da sind wir schon wieder in der Abwägung, weil, ja, wann erledigt sich der Zweck? Das ist dann wiederum Argumentationssache. Wenn man sagt, ja, wenn sich ein Jahr oder zwei Jahre niemand meldet, dann können die Daten auch weg. Dann müssen sie halt gegebenenfalls gelöscht werden. Na, also man muss nicht fertig mappen und dann muss man die Daten gleich löschen. Also die Bilder, die man erhoben hat oder ähnliches. Und wenn man die halt hochlädt, irgendwohin, dann sollte derjenige, der die dann der Allgemeinheit zur Verfügung stellt, auch irgendwann dafür sorgen, dass diese Bilder gegebenenfalls wieder verschwinden oder aktualisiert werden. Irgendwann. Wie gesagt, wann der Zweck erreicht ist, hängt von den Argumenten ab, die man vorbringen kann, um warum man noch speichern will. Ne? Wenn man auf die Frage, warum speicherst du die Daten noch, konkret antworten kann, weil A, B, C, ist das schon mal gut. Wenn man auf die Frage, warum speicherst du die Daten noch, antwortet, weiß nicht oder habe ich schon immer so gemacht, falsche Antwort. Ne? Muss irgendwie einen konkreten sachlichen Grund geben. Ein bisschen lustiger wird der zweite Aspekt, in dem Recht auf Löschung eingreift. Nämlich immer dann, wenn man sich auf den Erlaubnistatbestand des berechtigten Interesses beruft für die Datenverarbeitung und ein Betroffener widerspricht, kommt grundsätzlich ein Löschanspruch in Betracht, aber dann steht wiederum in Artikel 17, in welchen von beiden, jedenfalls steht sinngemäß drin, man muss nicht löschen, wenn man
ein starkes, berechtigtes Interesse nachweisen kann, insbesondere zum Beispiel das Recht auf Informationsfreiheit und Meinungsäußerungsfreiheit. Also für den Bereich, in dem wir uns bewegen beim Kraftmapping, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass wir im Falle eines Widerspruchs gegen die Verarbeitung personenbezogener Informationen eine Information tatsächlich löschen müssen. Regelt sich in der Regel auch auf einer faktischen Ebene, wenn man da als Mapper durch die Straßen zieht. Die wissen ja schon mal nicht, wo die digitalen Informationen gespeichert sind. Und dann aus der Datenbank, na, das sind ja sowieso abstrahierte Informationen. Okay. Ja, hier nochmal im Detail Datenschutzerklärung, obwohl können wir drüber weggehen, denke ich. Ich hatte es ja schon gesagt, eigentlich muss man schon bei der Erhebung der personenbezogenen Informationen proaktiv durch die Datenschutzerklärung informieren, was man für Informationen erhebt und zu welchem Zweck. Diese Informationspflicht entfällt aber, wenn sich die Information als unmöglich erweist oder einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde. Also beim Hausnummernmapping noch an jedem Haus zu klingeln und zu sagen, übrigens habe ich jetzt Ihr Haus fotografiert. Ich würde sagen, das ist unverhältnismäßiger Aufwand. Ich habe auch noch keine Autos gesehen, die Dashcams betreiben, wo dann im Fenster eben die Videokamera mit Datenschutzerklärung geklemmt hat. Wenn man dem Wortlaut folgt, könnte man sagen, müsste ja eigentlich. Ne? Dashcams sind ja auch nicht mehr grundsätzlich verboten, allerdings hat der BGH sich da auch so ein bisschen schwammig geäußert. Er sagt, im Prinzip gilt das Datenschutzrecht auch für Videoaufzeichnungen, aber im Einzelfall lassen wir auch Dashcam-Aufzeichnungen zu Beweiszwecken zu. Es muss aber eben sichergestellt werden, dass nicht systematisch erfasst wird. Und dann muss eben der Mapper sagen, was ist der Grund, warum betreibst du eine Dashcam? Nicht, falls ich einen Unfall baue, will ich beweisen können, dass ich nicht dran schuld war, sondern er muss sagen, Informationsfreiheit, ich erfasse geografische Informationen, um sie der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. So, und dann müsste eigentlich die OpenStreetMap Foundation für die Datenbank eine entsprechende Datenschutzerklärung abgeben und für Video- und Fotomapping haben wir ja gesagt, brauchen wir im Prinzip nicht. Grenzfall Videoüberwachung. Videoüberwachung ist überhaupt in Deutschland so ein Ding, das ist was, wo Landesdatenschutzbehörden echte Beißreflexe bekommen können. Na, also wenn die erstmal Videoüberwachung hören, dann gucken die ganz genau hin. Das mögen die überhaupt nicht. Da muss man dann also sorgfältig, aber gelassen argumentieren, warum man das jetzt braucht und warum das notwendig ist etc. Wenn jetzt so ein Auskunftsanspruch kommt, wie gesagt, eigentlich eher hypothetisch für unsere Fälle, kommt der Auskunftsanspruch, ist das zweistufig ausgebaut. Wenn die Anfrage kommt, habt ihr über mich personenbezogene Informationen, dann muss man gucken, sind da Informationen vorhanden und kann dann mit Ja oder Nein antworten. Und wenn man mit Nein antwortet, ist das abgeschlossen. Wenn man mit Ja antwortet, kann eine zweite Anfrage kommen und sagen, dann gib mir mal die Informationen. Und die muss man dann in elektronischer Form bereitstellen. Aber das spielt, wie gesagt, für uns eigentlich keine Rolle, weil er sich auf faktischer Ebene eigentlich in der Regel erledigen dürfte. Die OpenStreetMap Foundation könnte aber durchaus mit so einem Auskunftsanspruch eben konfrontiert sein, so nach dem Motto, ich bin Eigentümer des Grundstücks Musterstraße 1, was für Informationen habt ihr über mich? Und dann kann man zurückliefern, wir haben über dich die Information, da auf Koordinate so und so befindet sich das Haus mit der Adresse Musterstraße 1. Fertig. Also der Informationsmehrwert hält sich in Grenzen und dadurch dürfte sich dann auch die ganze Sache faktisch in Grenzen halten. Gut, Widerspruchsrecht hatte ich auch schon angesprochen, läuft letztendlich, habe ich gesagt, auf eine Abwägung hinaus und ich hatte auch gesagt, der
Betroffene hat immer einen Anspruch auf Berichtigung seiner personenbezogenen Daten. Also, wenn sich jemand beschwert und sagt, meine Hausnummer ist jetzt nicht mehr 4a, der Kreis hat die Hausnummer neu geordnet, meine Hausnummer ist jetzt 6, ja, dann müssen wir das korrigieren. Hat Anspruch darauf, dass die Daten korrekt sind. Und personenbeziehbar ist ja so eine Hausnummer, hatten wir auch festgestellt. Hier also nochmal der Löschungsanspruch, hatte ich erklärt, Abwägung und dann gucken. Ja. Gut, damit sind wir im Prinzip am Ende. Was lässt sich sagen? Also im Zweifel sind wir auch beim Adressmapping und beim Videomapping, wenn wir also einen Straßenzug aufnehmen im Bereich der personenbeziehbaren Daten, weil es können Autos ins Bild fahren, wo wir Kfz-Kennzeichen erfassen, Hausnummern können personenbezogen sein, ja, und alles, was wir eben sonst noch so Lustiges erfassen, eben Geschäfte, Arztpraxen und so weiter, gerade wenn da eben Inhabernamen mit drin stehen, sind wir im Bereich der personenbezogenen Daten, aber da ist noch nichts verloren, weil wir sagen dann einfach berechtigtes Interesse zur Verarbeitung der personenbezogenen Informationen, die Interessen des Betroffenen stehen nicht entgegen, weil es ist ja alles frei vom Straßenraum erkennbar. Ausnahmen möglich. Viele Sachen erledigen sich bei uns dann einfach auch auf faktischer Ebene, aber ne, wenn man jetzt konkret angesprochen wird, kann man vielleicht nur darauf hoffen, dass der einen, der da anspricht, nicht genau weiß, was in der Datenschutzgrundverordnung drinsteht und sich damit zufrieden gibt, dass man ihm erklärt, was OpenStreetMap macht und dass man nicht zu den Bösen gehört und im Prinzip nur das Beste für die Welt will. Gut. Damit sind wir durch mit dem Datenschutzrecht. Ich hoffe, ich konnte das so ein bisschen die Angst nehmen oder klar machen, worum es geht, worauf man vielleicht ein bisschen achten muss. Herzlichen Dank. Bin am Ende. So, und jetzt sind vielleicht noch die ein oder anderen Fragen. Wir haben noch ganz gut Zeit, ja. Falk, also vielen Dank, sehr interessant. Wir haben also dass du uns erstmal auf diese Reise Stück für Stück mitgenommen hast. Also so schlimm sieht es für uns Kraftmapper eigentlich gar nicht aus, denke ich mal. Hat jemand dazu Fragen? Also nehmen wir mal an, der Herr Dr. So-und-so, dem seine Praxis jetzt da in OpenStreetMap in der Datenbank erfasst ist, mhm. Der hat ja, wenn ich das richtig verstanden habe, nach der DSGVO das Recht dann, dass das daraus gelöscht wird. Nein. Also zumindest dann, wenn er seine Praxis zumacht, sicherlich, oder? Natürlich. Aber also wenn er sie betreibt. Ich meine, gut, dann wollen wir das als Mapper natürlich auch raus haben, aber... Ja, ja, klar. Man muss sich angucken, wenn jemand sagt, das soll gelöscht werden, müssen wir fragen, warum möchtest du es gelöscht werden haben? Ja, weil ich die Praxis zugemacht habe? Dann ja. Mir fällt da gerade bei Ärzten noch so ein Grenzfall ein, wo man eben sagt, warum möchtest du gelöscht werden? Naja, ich betreibe in meiner Praxis da finden auch Abtreibungen oder was auch immer statt. So, und dann wird es schwierig, ne? Dann kippt die Waage so ein bisschen ganz schön zu seinen Gunsten und dann sollte man auch nicht weiter diskutieren. Raus mit dem Ding. Also da lohnt sich Aufwand und Nerven, die man dann auf Recht haben, verwenden will, nicht. Im anderen Fall ist es so, da sagen wir, ja, es besteht ja ein berechtigtes Interesse unsererseits, also bleibt der Arzt drin. Ja. Dann lass doch einfach erstmal Michael vielleicht, bis da die Tonprobleme geklärt sind. Oder ach so, hier erstmal. Ich habe zwei Fälle, die mich interessieren und dann hätte ich eine Bemerkung, aber vielleicht auch die anderen. Also ich habe eine Baulücke gehabt in meinem
Dorf da in Steißling am Bodensee. Und ringsrum sind im Kataster der Maps VBW, die ist ja in Baden-Württemberg freigegeben. Da ist Kataster drin und die darf man ohne Namensnennung abzeichnen. Und dann habe ich die Baulücke nach Augenmaß auf meinem Papier, auf dem Brett, das Haus einskizziert und habe dann naiv, wie ich war, geklingelt. Und dann kam der heraus und wir hatten auch mal ein Vorgespräch, muss ich ehrlicherweise sagen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin jetzt bei den Hausnummern, ich habe ihr Haus doch eingetragen. Und da hat er mir meine Unterlage aus der Hand geschlagen, hat gesagt, was ich denn sonst doch hier mache. Ich mache Hausnummern, er holt die Polizei. Und wenn das Haus in OpenStreetMap drin ist, zeigt er mich an. Ja, schenken Sie ihm Lächeln, sagen, rufen Sie die Polizei und... Ich habe gesagt, ich soll gerne die Polizei rufen. Alles gut. Und sein Haus habe ich wieder rausgemacht, weil er wohnt um die Ecke und ich wollte mit ihm da sozial nicht. Das ist ja dann, kein OpenStreetMap-Problem, ne? Auf gute Nachbarschaft sollte man dann auch gegebenenfalls Rücksicht nehmen, aber dass man eben mit irgendwelchen Leuten zu tun hat, die Datenschutz nicht verstanden haben und dann aber denken, sie haben alle Rechte der Welt, das kann einem immer passieren, da kann man auch nichts gegen machen. Gut, der andere Fall ist, dieses P von den Parkplätzen ist mir jetzt an zwei Stellen aufgestoßen, dass wenn unser P auf Parkplätzen drauf sitzt, in einem Fall habe ich gesagt, nein, der Firmenbesitzer fand das super und gut und ist seitdem ein OpenStreetMap-Fan geworden. Aber ein Gemeinderat hat gesagt, was, wie kommen Sie dazu, da öffentliche Parkplätze hinzumachen? Und dann, als es mir in einer anderen Gemeinde auch passiert, einfach eine Fläche, wo Autos standen, habe ich gemappt und dann als Parkplatz gekennzeichnet und mit der Gemeinde wegen Hausnummern sehr positiv korrespondiert. Und gesagt, machen Sie bloß das schnell wieder raus, das ist ein Privatgrundstück. Und da habe ich natürlich sofort das rausgemacht, aber... Das ist dann auch bloß ein Wunsch der Gemeinde, also wir sind ja nicht an die Kriterien gebunden, die eine Gemeinde anlegt, wo sie öffentliche Parkplätze ausweist. Also ist überhaupt kein Problem und ein datenschutzrechtliches Problem. Und das, die dritte Bemerkung ist, wenn man, ich weiß nicht, ob die Schweiz vertreten ist hier, wenn man, nur eine Bemerkung, wenn man über die Grenze läuft, auf der deutschen Seite, ist, wenn man, darf man den Grundstücksbesitzer, das ist Datenschutzverordnung, darf man ja nicht, und dann geht man weiter und ist im Kanton Schaffhausen, man sieht die Grenze ja auch schier nicht, und dort ist es Bundesrecht der Schweiz, dass jeder, der das will, erfährt, wer der Besitzer ist. Ja, andere Länder, andere Regeln. Also das ist völlig normal. Das haben wir im Föderalismus auch im kleinen Maßstab. Die Landesdatenschutzbehörde in Sachsen-Anhalt geht richtig ab und sagt, wenn sie Katasterdaten hört, also bei denen sind ich führe das nicht aus. Nee. Nächste Frage bitte. Also Sachsen-Anhalt ist sowieso bei allen Sachen sehr speziell, also gerade wenn es auch um Geodaten geht. So Michael, ach so, nee, dann okay, weiter. Du hattest vor eine Aussage getätigt zum Thema Hochladen von zum Beispiel Bildern, wo Kfz-Kennzeichen drauf sind, die Personen. Gibt es ein Problem, wenn man das Ganze hochlädt nach Verpixeln? wieder eine ganz klare juristische Antwort, es kommt drauf an. Im Prinzip nicht. Im Prinzip nicht. Also soweit wird jetzt kein Datenschutzbeauftragte gehen und jetzt auch noch eben sagen, naja, aber für die, es gibt ja doch noch Leute, für die ist anhand der Marke und der Farbe und dem Hintergrund erkennbar, wem das gehört. Also nein, so pingelig sind keine Datenschutzbehörden. Also dann würde es ja Google Street View auch nicht mehr geben. Was die machen, können wir im Prinzip auch machen, da kann man ja dann immer zumindest 1:1 so rüber gucken. Ich hätte noch eine Frage zum, wer ist jetzt der Rechtsträger seitens OpenStreetMap? Also zum Beispiel, wenn jetzt nicht Sie die Hausnummer wieder eingetragen hätten, sondern vielleicht jemand anders und der Nachbar wäre trotzdem noch böse gewesen, wen hätte er denn verklagen können? Verklagt er die OpenStreetMap Foundation? Verklagt er den konkreten Mapper?
Wer ist sozusagen der, also wenn er ein berechtigtes Interesse hat, dass ein Datum zum Beispiel gelöscht wird aus der OpenStreetMap-Datenbank, wer dann ist dann der zu beklagen? Der Daten, immer der Datenverarbeiter ist verantwortlich. Das heißt, wenn dieses Datum in der OpenStreetMap-Datenbank drin ist, dann ist im Prinzip die OpenStreetMap Foundation dafür verantwortlich, dass dann geguckt wird, besteht da ein Löschanspruch oder nicht. Davon zu trennen ist dann wieder die Sache, wenn du zu Hause noch Fotos hast von dem Mapping, da bist du weiterhin dafür verantwortlich, aber auf dich werden sie im Zweifel nicht kommen, beziehungsweise nur, wenn der sehr pingelig ist und sagt, ja, ich weiß ja, welcher Benutzer das ist, ja gut, dann löschst du es und dann ist es gut. Also man hat zwar im Datenschutzrecht einen Schadensersatzanspruch für materiellen und immateriellen Schaden, aber der ist quasi der ist nicht berechenbar bei dem, was wir machen. Da gibt es keinen Schaden. Ne? Also wenn da irgendwelche Gesundheitsakten im Internet stehen, dann haben die Betroffenen einen sehr hohen immateriellen Schaden. Wenn die Hausnummer, warum auch immer unberechtigterweise, nee, geht nicht, aber bloß mal hypothetisch als Beispiel, unberechtigterweise irgendwie verarbeitet worden sein sollte, dann soll erstmal jemand einen Schaden nachweisen. Also ist utopisch, was immer noch, man muss auch unterscheiden, Daten, zivilrechtlicher Schadenersatz und Ärger mit der Datenschutzbehörde. Und Datenschutzbehörden sehen sich in erster Linie als beratende Institutionen. Das heißt, wenn Datenschutzverstoß nicht gravierend, vorsätzlich, böswillig oder irgend sowas ist, dann beraten die erstmal nur. Und wenn man sagt, okay, Entschuldigung, habe ich nicht gewusst, mache ich jetzt anders, ich habe alles gelöscht, dann sind die zufrieden. Wir fallen eigentlich nicht in ihr Beuteschema. Ne? Wir sind dafür zu klein. Und für uns ist diese Datenschutzgrundverordnung auch nicht gemacht, obwohl sie dem Wortlaut nach auch auf uns passt, aber wir sind eigentlich nicht das Beuteschema. Wo ist denn im Zweifelsfall der Rechtsstand? Also die OpenStreetMap Foundation hat doch in England, dachte ich eher. Ja, das wird jetzt noch ein bisschen lustig mit dem Brexit, aber das ist ja nicht unser Problem. Okay. Und noch eine zweite Frage. Fällt nicht ganz, also hat einen Bezug zu OSM definitiv, denke ich. Teile der OSM-Daten werden ja erfasst, indem zum Beispiel Mapillary-Bilder angesehen werden. Jetzt habe ich mich gefragt, in dem Vortrag ist jetzt so rausgekommen, man kann solche Daten, Fotos, wie sie auch für OpenStreetMap hochgeladen werden können, aber wie es mit Mapillary noch einen viel größeren Stil gemacht wird, erfassen und hochladen mit der Begründung, man hat ja ein berechtigtes Interesse, Informationsfreiheit. Ja. Warum musste dann Google vor vielen Jahren die Gebäude verpixeln? Und warum muss das Mapillary im Zweifelsfall nicht? Ist das müssen die im Zweifel auch, wenn sich jemand beschwert? Das ist eben sozusagen dann das mildere Mittel gegenüber einer Löschung, weil das ist eben der Personenbezug, weil man sagt, auf einem Foto kann man eben gegebenenfalls auch auf die Bewohner bzw. die Eigenschaften, finanzielles Einkommen etc. schließen. Und da kommt eben wieder dieser weite Anwendungsbereich des personenbezogenen Datums, dass man eben auch aus einer Hausfassade gegebenenfalls schon, jedenfalls statistisch, Aussagen über die Bewohner oder Eigentümer treffen kann. Das ist das Problem an der Sache. Und für Google ist es halt viel einfacher zu sagen, okay, dann lassen wir das halt verpixeln, als zu sagen, das klagen wir jetzt durch alle Instanzen und man weiß ja nie, was rauskommt. Dann sagen die, machen wir kein Problem, wenn ihr damit glücklich seid. Schön. Okay. Vielen Dank. Danke für den Vortrag. Wie sieht das aus, wenn Daten gelöscht werden sollen, aber natürlich die Daten in der Historie von OpenStreetMap noch drinstecken, beziehungsweise von jemandem schon heruntergeladen wurden? Das wäre eine Frage und die andere Frage ist... Können wir die Fragen nacheinander, sonst kann ich mir es nicht merken. Das ist vielleicht ein kleineres Problem. Also wenn jemand sich die Daten runterlädt und dann einen eigenen Datensatz hat, ist er verantwortlich für den Datensatz. Na, und wenn der eben nicht aktuell ist oder irgendwas Illegales enthält, dann muss er sich datenschutzrechtlich konform verhalten und dafür sorgen, dass das alles in Ordnung ist. Wie ist das jetzt mit der Geschichte? Das Problem hat ja auch jedes Unternehmen, wenn es Backups macht. Und da wird allgemein akzeptiert, Stichwort Leben trifft Wirklichkeit, wenn man sagt, naja, die Backups liegen ja dann irgendwo unzugänglich im Schrank und da kommt eigentlich im Prinzip niemand mehr ran, das ist fast so gut wie löschen. So, jetzt haben wir das öffentlich, also ich würde mich dann erstmal drauf kaprizieren, berechtigtes Interesse und faktische Unmöglichkeit, das zu löschen und Informationsfreiheit. Und also das ist
da würde ich auf den Fall warten, bis das mal wirklich relevant wird und dann gucken, was da dran ist. Also das ist eine eher hypothetische Diskussion, denke ich, weil wir eben schon relativ niederschwellige personenbezogene Informationen erfassen. So, zweite Frage. Danke auch für den Bezug zu den Backups bei Firmen. Das war genau das, warum ich es auch gefragt habe. Die zweite Frage ist, du bist ja immer davon ausgegangen, dass die Leute das mappen, was auch vorgesehen ist. Mhm. Was passiert, wenn Leute hochpersönliche Daten einfach so da in die Datenbank reinschreiben? Also eine Person, die bestimmte Krankheit hätte zum Beispiel oder sowas. Also was eigentlich dort gar keinen Sinn hat, ja, aber eingetragen wird, dann hätte ja eigentlich die Person vorne. Dann kriegt der Mapper, der es eingetragen hat, Ärger mit der Datenschutzbehörde, weil er eben unzulässig irgendwelche privaten Informationen veröffentlicht hat. Und die OSMF sollte das dann, sobald das eben ruchbar wird oder ein Mapper, löschen. Okay, danke. Und das abstellen, den Datenschutzverstoß. Michael? Du hast vorher erwähnt gehabt, dass Daten nach der Verarbeitung gelöscht werden sollten. Wie sieht es jetzt aus, wenn man zum Beispiel Fotos nach Mapillary zum Beispiel hochlädt? Müsste Mapillary die nach einem Jahr löschen dann? Wann sie es löschen müssen, weiß ich nicht. Ne? Das ist dann diese Abwägung, wann eben der Zweck entfällt. Spätestens eben, wenn man sagt, naja, jetzt hat sich vermutlich da so viel geändert, dass es weg muss. So, aber da hängt es von der konkreten Argumentation ab. Vom Bauchgefühl, wie gesagt, das ist nichts, würde ich sagen, so spätestens nach 2 Jahren weg. Oder man könnte auch mal gucken, wie oft befährt Google die Region und sich daran orientieren. Ja, also hängt vom Einzelfall ab, von der Argumentation. Aber da ist man selber, muss man, wenn man es hochgeladen hat, dann nicht dafür sorgen, dass die das dann löschen. Es sollte zumindest aber eben das Aufnahmedatum oder sowas irgendwie in den Dateien zur Verfügung stehen, dass sie sich orientieren können. Aber im Zweifel können die sich auch an dem Upload-Datum orientieren. Aber ist Mapillary, steckt da nicht auch eine Firma dahinter? Also müssen die dann nicht sowieso auf ihrer Webseite in ihrer Datenschutzerklärung genau solche Sachen definieren? Die müssen eine Datenschutzerklärung machen, wenn es müssten sie eigentlich und ja. Und intern müssen sie es sowieso dokumentieren in ihrem Verfahrensverzeichnis und ähnlich. Aber die sehen wir dann nicht, die kriegt nur die Datenschutzaufsicht, wenn sie es anfordert. Ja. Gibt es noch eine Frage? Eine würde ich vielleicht noch zulassen. Wenn nicht, dann bedanken wir uns bei Falk, dass er das uns so gut verständlich klar gemacht hat.